Partner aus dem letzten Jahr zu verkünden. Ja, servus, grüß euch alle miteinander beim ersten Florentiner Starkbierfest der Freiwilligen Feuerwehr Mainburg. Es freut mich, dass alle so zahlreich erschienen sind, dass die ganze Halle voll ist. Super, und es freut mich, dass ihr mit mir miteinander den Doppelbock der Zirkelbräuhalle, den Florinator, genießen wollt. Ja? Ich muss sagen, Zirkelbräuhalle, dem ist noch ein richtig gutes, süffiges Bierchen gelungen. Darum darf ich sagen, stoßen wir erst einmal an auf den Florinator, den Zirkelbräuhalle und die Freiwillige Feuerwehr Mainburg. Und ganz ehrlich, ich bin ungefähr genauso neugierig. Jetzt will ich erst mal erzählen, wie es überhaupt zu dem Startbefest gekommen ist. Und zwar sind ein paar Kameraden 2016 im Startbierfest von SV Atten oben gewesen. Und bei so ein paar Mal Startbier, dann ist so die Idee gegeben, ja, das kennen wir auch. Ja. Problem ist nur das, dass in der Feuerwehr ganz schwierig ist, die Vorstandschaft von was Neues zum Ausprobieren zu überzeugen. Ja. Das zeigt aber brutal viele langwierige Diskussionen nach sich. Ja. Da brauche ich bloß an die Gulaschsuppen von Christkindlmarkt denken. Da sind nach ewigen Verhandlungen endlich einmal 50 Portionen Gulaschsuppen im Brotteig genehmigt worden. Die waren dann alle schon am ersten Tag verkauft. Ja. Und am folgenden Tage wurde ich immer wieder nach der gigantischen Gulaschsuppen gefragt. Doch leider haben wir keine mehr gehabt. Ja. Der Hagel Schoß, unser Obergriller, der ist immer total zusammengesucht, wenn er das Wort Gulaschsuppen gedruckt hat, gezerrt hat. Ja. Ja, der hat nämlich Angst gehabt, dass er seine Würstel nicht verkaufen kann. Ja. Dabei haben wir alles verkauft, alle Gulaschsuppen, alle Würstel. Und heuer am Christkindlmarkt, da gibt es wieder die lange Würst und die Gulaschsuppen. Ja. Schoß, du brauchst gar nicht so zucken, wo bist du? Ja, vielleicht gibt es ja da noch was Neues, ich habe schon was im Hintergrund, gell? Ja gut, aber beim Startbierfest, da ist das ganz was anderes gewesen. Da haben wir den Vorschlag gebracht, ja, und in die Augen vom Pfarrer Albert, der war damals unser Kassier, da hast du wirklich schon die Dollarzeichen in die Augen gesehen, gell? Der hat gesagt, ey super, das macht man, das tut unserer Kasse gut. Ja, und schon war das Thema durch, ja, Startbierfest war beschlossen. Und ja, jetzt sind wir heute da. Bei der Gulaschsuppe hat das viel länger gedauert. Und heute sitzen wir jetzt da beim ersten Florinator Starkbefest der Freiwilligen Feuerwehr Mainburg. Jetzt ist da so ein Thema, wie ist der Florinator, der Name überhaupt entstanden? Ja, das war so, die gleichen Kameraden, die beim Starkbefest in Attenhof waren, das glaube ich sind so ihre Suchtgipfe, die hocken aber jetzt auch voneinander, die waren dann am Sonntagabend bei Zirkelbräu im Biergarten. Und da ein paar Jahre hat der Zirkelbräuhalle hat er sich dazugehockt. Und dann haben wir so, nein, nicht ich. Dann hab ich, aber auch. Ja. So mit dem Mulbi geredet und haben gesagt, wir schauen jetzt raus, kannst du uns noch nicht für das Stapelfest oder ein Bier lieber. Nein, hat gesagt, ey, da habe ich was Gutes. Ja. Ich habe gesetzt gehabt zum Probieren, einen hellen Doppelbock gebraucht, da hole ich gleich ein paar Flaschen, die probieren wir. Ja, und so war es dann nicht. Die paar Flaschen, die haben wir dann jetzt probiert. Das war total super, gell? Und dann hat der Ulbi noch gesagt, dass er einen Namen braucht für das Gesöff. Und wenn wir einen gescheiten Namen finden, dann braucht er uns den Doppelbock für unser Starkbierfest. Ja, dann ist sofort eine WhatsApp-Gruppe gegründet worden. Innerhalb von 20 Minuten waren ungefähr 100 Vorschläge. Aber geblieben ist der erste Vorschlag von den Suffköpfen, der Florinator. Und den genießen wir heute. Prost! So ein Starkbierfest gehört natürlich neben einem guten Brot seiner zünftigen Blasmusik, bei uns heute die Suchtbüber, natürlich auch Fastenpredigt. Und darum stehe ich jetzt da und versuche mich mal als Fastenprediger. Schauen wir mal, was das wird. Ja, wenn ich da so in die Runden schaue, da suche ich einen Reisersepp. Ja, unseren ersten Bürgermeister von Vorberg.
von einem Hausherrn vom Feuerwehrhaus. Ich hab echt schon Angst gehabt, dass der gar nicht gekommen ist. Weil wie es ein alter Klapper in Mercedes ist, das gar nicht so sicher, dass der das bei uns daher schafft. Aber normalerweise müsste es eigentlich schon klappen, weil es also bei Rohan oder ja einem anderen nicht mehr ganz so klapprigen alten Mai, JR1. Mit denen hätte es wahrscheinlich doch dann ein ganz daher geschafft. Ja. Wisst ihr übrigens, dass der Reisersepp einer der ersten mit dem Weichen-Zeichen war, das es ja wieder seit Mitte 2013 gibt? Ja, ist ja klar, bei denen sind ja alle die Kisten, die ist immer noch von der Zeit vor der Gebietreform 1972 gewesen. Aber noch was fällt mir zum Sepp und seinen Vorgebietsreformmodellen ein. Der Reiser Sepp war eingeladen zur Einweihungsfeier der neuen Produktionsstätte der Firma Heix in Kroatien. Unser Bürgermeister setzt sich in seinen 3JR1, den alten damals noch, und fährt mal drauf los, was ja an sich schon ganz mutig ist, gell? Weil mit dem Teil so weit zum Fahren, aber er denkt sich da halt nichts. Da er natürlich auch kein Navi drin hat und er noch nie da unten war, muss er halt ein paar Mal fragen, verfahrt sich ein paar Mal und ist dann erst spät in der Nacht im Hotel gekommen. Ja, gleich gegangen ins Hotel, hat sich da zu so einer größeren Gesellschaft zugesessen, hat mit denen geratscht und jeden Tent gegeben und mit jedem mit Handschlag begrüßt. Bis er auf einmal gemerkt hat, da ist er gar nicht dabei, ich war ein Kind. Ja. War überhaupt keiner von Heix dabei, das war eine ganz andere Gesellschaft. Aber ein Reiser Sepp hat das wurscht, der hat gesagt, macht nichts, das sind alles Wähler. Unser Handel, alle, wo ist denn überhaupt? Ja. Da hinten sehe ich sitzen, genau. Ja. Schön, dass du da bist, Handel, alle. Heute ganz ungewohnt für dich, gell? Ja? Normalerweise bist du gewohnt zum Reden. Ganz egal, ob bei der Kindergarte, beim Faschingsumzug, beim Gesundheitstag der VHS in der Stadthalle, beim 33. Kaffeekränzchen in Storbach, bei der Bodenschau der CSU, beim Kochkurs, ganz egal, keine Lure steht überall auf der Bühne und redet. Und redet, und redet. Die ist ja der Wahnsinn, die ist wie ein Langspielplatten. Die hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, die redet auswärts so viel, weil der Arm der Schoß das Song hat. Ne? Und sie nicht dazu gibt. Aber heute, Halleluja, bleibst du schön noch hinten und da unten. Ne? Und hörst zu, weil das ist ein Beidel. Ich schaue immer noch mal rum, so ob ich einen Rezept Kaiin sehe. Wisst ihr schon, ein Erdogan. Der hat sich eigentlich auch angekündigt und will das Florinata Stadtbierfest nutzen, um eine Wahlkampfrede zu halten. Ja. Ist auch klar, bei so vielen türkischen Mitbürgern, die bei mir im Arbeit kommen, sogar jetzt wie die, ist wegen dem Thema Wahlkampf in der Türkei in Europa immer im Arbeit gekommen. Da ist Warburg in ganz Europa in aller Munde gewesen. Aber ich glaube, der Reiser Sepp hat den Auftritt da in Warburg heim verboten. Ja? Ich habe schon einmal überlegt, ja, was der Recep Tayyip, also der Erdogan, da nach Warburg zurückschicken könnte, so wie damals Mitte März, wie er die holländischen Kirchen nach Holland zurückgeschickt hat. Ja? Weil die Holländer die Wahlkampfauftritte verboten haben. Aber mir fällt nichts ein, was der Erdogan nach Marburg zurückschicken kann. Und genau deswegen, weil es da nichts gibt, man hat der Sepp den Auftritt verboten. Naja, mittlerweile hat ja der Erdogan alle Wahlkampfauftritte in Deutschland abgesagt. Das war genau an dem Tag, an dem jetzt die Nino nach Marburg gekommen ist. Ich glaube, dem ist die ganze Sache ein bisschen zu heiß geworden. Und der hat lieber einen Schwanz gezogen, als sich in Marburg abfeitschen zu lassen. Ja. Jetzt rede ich. Was ist aus der Sendung geworden? Jeder, der was will, der darf da was sagen, aber es gibt keine Antwort oder Reaktion drauf, weil der Tilman gleich den nächsten Mal wieder das Wort gibt. Der sagt dann wieder was und wieder gibt es keine Reaktion drauf. Ich finde, das ist alles andere wie eine Diskussion. Aber wenn ich so recht überlege, dann stimmt der Titel der Sendung doch. Das heißt ja nicht, jetzt antworte ich oder jetzt diskutiere ich. Darum passt der Titel ja doch wieder. Oder vielleicht soll der doch lieber heißen, jetzt dampft plaudert ihn. Ja.
Und aber warum reden wir überhaupt über den türkischen Wahlkampf da, wo auch in Deutschland der Wahlkampf schon angefangen hat? Nachdem die SPD jetzt einen Schulz, einen Europapolitiker, den keiner auch kennt, zum Kanzlerkandidaten gekürt hat, geht der AG oder Arsch so richtig auf Grundeis. Ja, seitdem immer sagen gehört, ja, wir schaffen das. Ich glaube, sie hat selbst Zweifel daran, dass sie das schafft. Aber warten wir es ab, bis rauskommt nämlich der Recep Tayyip, also der Erdogan, und der bei uns Kanzlerkandidat. Bis rauskriegt er die doppelte Staatsbürgerschaft und dann haben wir den Salat. Ne? Ja, wie man denkt, es geht immer schlimmer, aber wie du jetzt sagst, schlimmer geht es immer. Die Angela hat ja Mitte März einen Donald besucht. Einen Trump-Donald. Ne? Das ist erst ein Depp. Ne? Wie die anwesende Presse gefragt hat, ob sich die Angela und der Donald die Hände schütteln können, hat er so da, weil sowas nicht gehört hat. Ja. Die Angela ist daneben gehockt, ja, und hat demütig gelöchelt. Ja. Die soll beim nächsten Treffen ein Hörgerät mitnehmen, aber dann hat er trotzdem keine Ausrede mehr. Da haben uns die Amerikaner ja ein schönes Ei gelegt. Ja. Wählen den solariumgebräunten, selbstständigen und strohdungen Donald Trump zum Präsidenten. Der hat ja auch gesagt, dass Belgien eine schöne Stadt ist. Wahnsinn! Der hat von der Politik und von Europa genauso Beahnung wie der Osterhase vom Grüßbaumschmücken. Der schafft da völlig neue Begriffe. Make America great again, American first. Und was mir am besten gefallen hat, das sind die alternativen Fakten. Wo sein Pressesprecher, den Spicer oder wie der weiß, die ganze Welt hat gesehen, dass bei der Amtseinführung nicht einmal ein Drittel der Besucher da waren wie bei Obama. Aber er behauptet fest und fest, dass die größte Anzahl an Besucher waren. Alternative Fakten geben. Und dann will der Donald oder Mauer zu Mexiko bauen, wo er nicht weiß, wie das zahlen soll. Aber er schafft es halt einfach hoch. Er unterzeichnet Einreisebus für verbotene Menschen aus den muslimischen Staaten und wird dann vom Gericht verboten. Er schließt einfach verschiedene Zeitungen aus seiner Pressekonferenz aus, weil sie kritisch von ihm berichten. Und meint, das ist ja nur richtig so. Er will die Gesundheitsreform von Obama, die Obamacare, abschaffen, aber am Tag der Abstimmung lässt er alles ab, weil er gespannt hat, dass er quasi nur durchfällt. Und so ein Vollpfosten regiert die größte Streitmacht und mächtigste Nation der Welt. Mir wird richtig Angst, wenn ich daran denke, dass der Donald mit dem Recep Tayyip und dem Vladimir, also dem Putin, dass sie die anhalten könnten. Aber gut, kann ja gut sein, dass das nichts wird, seit gestern. Ja, weil da der Wladimir, den hat das eh so gefallen, dass da der Donald auf Syrien da ein paar Bomben losgeschickt hat. Naja, schauen wir mal, was das wird. Lassen wir uns überraschen. Aber nicht nur von der großen Politik gibt es was zu erzählen. Auch in der Kommunalpolitik und in der Presse geht es lustig zu. Denk mal einfach mal an die Weihnachtszeit und an den Jahreswechsel. Was habe ich mich da jeden Tag gefreut, wie ich die Hallertauer Zeitung aufgeschlagen habe? Und wieder einen Leserbrief zum Thema Umgehungsstraße in Mainburg zu lesen war. Das war ja super. Ne? Da hat der Brucke, also der Andreas Greitmeier, Rechtsanwalt von hier, den Mainburger Stadtrat Konrad Pöbel von der ÖDP doch so richtig zurechtgewiesen und alle Argumente, die der Pöbel Konrad gegen die Umgehungsstraße angeführt hat, ausführlich widerlegt. Und auf einmal kommt da der Pöbel Konrad einer zur Hilfe, der ebenfalls einen Leserbrief schreibt, der Walter Karl, also der Charlie. Wie schön, wenn man da ist, dass sich der Charlie um die Frösche sorgt und sich mit dem Brucki zusammentun will, um die Welt zu retten. Bei einer Tasse Kaffee. Der Brucki hat daraufhin sogar Kontakt mit dem Froschkönig von Amstal aufgenommen und der Froschkönig, der hat dem Brucki sein Leid geschildert. Dass er gerne die Bären frisst, aber aufpassen muss, dabei nicht vom Storch gefressen zu werden. Ja. Und der Seidelhans, unser Direktor von der Hallertauer Mittelschule, hat sich dann angeboten, bei der Verbesserung der Welt zusammen mit dem Brucke und dem Charlie und dem Conny mitzuhelfen. Keine Ahnung, was sich die vier jetzt zusammen ausdenken, weil auf einmal war Schluss und da hast du nichts mehr gehört. Ich glaube, die sitzen immer noch zusammen bei einem Kaffee. Den ersten hat der Charlie gezahlt, den zweiten der Brucke und wer den dritten und den vierten gezahlt hat, werden wir vielleicht erfahren,
wenn wieder einer der Leserbriefe schreibt. Wir hoffen mal, dass das Ostern oder spätestens Pfingsten passiert, dann werden die Feiertage wenigstens nicht feiern und langweilig. Mittlerweile haben sich die vier bei Kaffee wahrscheinlich wieder versöhnt und schweigen zu dem Thema. Dafür springen jetzt der Klaus Harrier mit Frau und der Bernd Wimmer, der ÖDP-Vorsitzende, in die Bresche. Die beiden liefern sich einen süftigen Schlagabtausch, der wieder richtig schön zu lesen ist. Da werden doch Erinnerungen an die Gebrüder Grimbach, wenn der Herr Harrier von Märchen schreibt, die der Herr Wimmer erzählt. Doch bei den Gebrüder Grimm hat es meistens ein Happy End gegeben, oder zumindest irgendein Ende. Wenn man das alles so durchlässt, glaube ich, zu dem Thema gibt es gar kein Ende mehr. Aber dafür hat jetzt unser Heilpraktiker, der Manfred Rach, den vorläufigen Leserbrief Schlusspunkt gesetzt. Er hat es richtig erkannt und geschrieben, genug ist genug. Dass es sowieso egal ist, was alle denken und schreiben, weil im Endeffekt doch über all unsere Köpfe hinweg von unseren demokratisch gewählten Volksvertretern entschieden wird. Jetzt also trinken wir mal auf die vier Weltverbesserer, auf die Frösche, die Libellen, die Störche, die Märchenerzähler und die Heilpraktiker. Prost! Das geht aber weiter. Der eine meint, die Westtransen ist besser, wahrscheinlich weil er nicht so bei Frösche sind. Der andere tendiert lieber zur Ostumfahrung, vermutlich wegen die Libelle und Störche. Aber die beste Idee, die hat der Brüder mal gehabt. Der wollte nämlich gleich einen Tunnel unter Mainburg durchbauen. Der hätte dann bei Meilenhofen kurz nach seiner Metzgerei beginnen können und kurz nach McDonalds war er dann wieder unter der Erde rausgekommen. Der Ede hat schon ein Schädel vorbereitet gehabt. Letzte Metzgerei vor dem Tunnel. Da werden dann die Leute Schlange gestanden und seine Leberkassierin, um sich mit Proviant für die Fahrt durch den Tunnel zu rüsten. Wie sie jetzt beim Wippmann an der Tankstelle die Tanks ausgeräumt haben, habe ich schon gedacht, ein Ede sein Vorschlag nicht umgesetzt. Das wäre die Tunneleinfahrt, ja, überdacht, wieder ein Job vor der Einfahrt, aber jetzt wird es doch bloß wieder ein Tankstein. Stellt euch mal vor, der Tunnel der Wirklichkeit werden. Wisst ihr, was mir dann im Morgen so richtig abgeht? Ja, wisst ihr es alle. Der Scheiberl. Ja. Den darf man dann bei seinen Dienstfahrten überhaupt nicht mehr sehen. Der wird den ganzen Tag zwischen Brickelmeile und McDonalds hin und her fahren. Der wird nichts mehr sehen, ja, wird auch einen Scheiberl nicht mehr sehen. Ja, also bauen wir lieber keinen Tunnel. Die Ostrassen der Umgehungsstraße hat ja neben den Libellen und den Störchen noch ein Problem. Wo soll die Trasse denn überhaupt laufen? Ja? Es gibt ja gar keinen Platz, weil der Hohe wartet überall, wo ein bisschen freier Platz ist, seine Bunker hinstellt. Betreutes Wohnen. Kaum macht sich die Türen 10 cm breiter, die Duschen, wo die Duschwanne zum Gegenüber einstieg und ein Hausmeisterbüro, schon darfst du alles bauen, sogar im Überschwemmungsgebiet direkt an der Hans. So tief wie die Bunker da im Dreck drin stecken, schaut beim nächsten kleinen Hochwasser alles bis zum dritten Stock ab. Genau darum haben die Feuerwehr jetzt ein neues Boot angeschafft, damit beim nächsten Hochwasser nur Martin seine betreuten Bewohner gerettet werden können. Wo ist denn der Hohe Martin eigentlich da? Er hat versprochen, dass er kommt. Der Hohe Martin ist eh so ein Kandidat. Mich wundert das immer, wie der so Häuser bauen lassen kann und die dann immer nur rechtzeitig fertig werden. Da müssen seine Handwerker schon wesentlich pünktlicher sein wie er. Weil er kommt ja immer zu spät, egal wann und wo. Sogar am Sonntag in der Kirche kommt er immer kurz vor der Kommunion
geht dann gleich durch zum Altar, führt ihn zum Kommunizieren und gleich darauf hinten wieder raus, noch bevor der Pfarrer einen Segen erteilt hat und die Kirche selbst verlassen hat. Ich glaube jetzt einmal, der muss gleich wieder weiter, weil er schon den nächsten Termin hat. Oder weil er noch schauen muss, wo ein freies Platz ist, um wieder so einen betreuten Bunker zu bauen. Nicht, dass ihm der Böselakus zuvorkommt und die schönsten Plätze von der Nase wegkauft. Heuer haben wir einen richtig super Winter gehabt, gell? Endlich wieder Minustemperatur im zweistelligen Bereich. Das war ein Traum. Das Eisstockschießen ist die ganze Zeit hervorragend gegangen. Auf der Eisstockbahn hielt am Feuerwehrhaus. Da hat die Feuerwehr nämlich eine Bahn gebaut und der Eismeister, der Scheiandi, hat ein hervorragendes Eis gezaubert. Das war so gut, dass sogar die Polizei auf der Bahn geschossen hat. Aber warum hat eigentlich die Polizei auf der Bahn von der Feuerwehr geschossen? Das müsstet ihr jetzt eigentlich einen Reisersack fragen, aber der ist ja nicht da. Aber es ist ganz einfach. Die Stadt hat heuer nämlich auf der Skiwiesen keine Eisflächen aufgespritzt. Die Stadt hat nämlich versucht, auf dem ehemaligen Gelände von der Firma R&M eine Eisbahn aufzuspritzen, aber die hat eher ausgeschaut wie so Eisberge, so krumm und bucklig war die Eisfläche. Und nur einen entscheidenden Fehler hat das Ding gehabt. Mitten in der Mitte war ein Riesenloch so groß wie ein Gullideckel. Ja, wo kommt jetzt das Loch einfach her? Die Lösung ist ganz einfach. Die Bauhofmitarbeiter haben über den Gullideckel einfach nur eine Folie drüber gelegt, dass das Wasser nicht abläuft. Hat er fast funktioniert. Nur, dass aufgrund der Wärme, die aus dem Kanal rausgekommen ist, das Eis nicht gefroren ist. Auf der Scheiwiesen hätten die gar keinen Gullideckel abdichten müssen. Aber keine Ahnung, warum die das nicht gemacht haben. Auf Nachfrage eines Feuerwehrkameraden bei der Stadt, warum eigentlich heuer keine Eisfläche auf der Schölwiese aufgespritzt wurde, kam die Antwort: Ihr glaubt es nicht. Die Witterungsverhältnisse haben es nicht zugelassen. Ja, wenn nicht heuer waren, dann braucht man erst wieder Eiszeit, das kann ja nicht sein. Prost auf die Eismeister der Stadt Mainburg. Die dürfen nächstes Jahr beim Scheuandi in die Lehre gehen. Der kann Ihnen dann zeigen, wie man auch bei eisigen Temperaturen der Spitzen Eis zaubert. Prost! Ja, apropos Bauen. Es ist ja der Wahnsinn, was in Deutschland so alles baut wird. In München wollen sie die dritte Stadtbahn bauen, das zieht sich schon ewig und wird nie was werden. Wenn die Stadtbahn dann wirklich mal gebaut wird, wird es hoffentlich ein bisschen gerade, wie ein Seehofer seinen Schlingerkurs zu dem Thema. Mal dafür, mal dagegen, dann wieder dafür. Das hängt ganz davon ab, wann wieder Wahlen sein. Ja, dann wird in Hamburg nur die Elbphilharmonie gebaut, ein super gigantischer Bau. Dauert fünfmal so lang wie geplant und kostet zehnmal so viel wie veranschlagt. Aber schön ist vorhin das Wahrzeichen von Hamburg. Und das ist wenigstens fertig geworden, im Gegensatz zu unserem neuen Hauptstadtflughafen. Ich meine schon, der wird gar nicht mehr fertig. Bis der in Betrieb geht, ist alles wieder so veraltet, dass gleich wieder einen neuen bauen können. Da werden dann in der Stadt- und Landebahn schon wieder Frostlöcher sein, der Putz von der Mauer bröckeln und das auch noch nicht sein. Wie viel der wirklich kosten wird, weiß vermutlich kein Mensch mehr. Auch nicht, weil es nicht wie viel geplant war, weil es dann schon so lange her ist, dass sich keiner mehr erinnern kann. In St. Adelheim haben sie einen Hochsicherheitsgerichtssaal für Verhandlungen von Schwerverbrechern für 17 Millionen gebaut. Und was ist passiert? Am ersten Verhandlungstag merken sie, dass die Anzahl der Toiletten nicht ausreichend ist und sperren den Saal wieder. Keine Ahnung, wie viel Scheiße da eingebaut werden müssen, aber es kann ja wirklich nicht sein. Und wenn wir schon bei Planungsfehlern sind, da fällt mir gleich noch was ein, was wirklich nicht gut geplant und durchdacht war. Die Toiletten im Wurmhaus, die waren wirklich super. Vor allem, wenn so Festlichkeiten wie das Altstadtfest, Christkindlmarkt oder Faschingsumzug waren. Aber was macht unsere Stadt?
Sie machen in den Toiletten das Bürgerbüro und denken nicht daran, dass der normale Mensch auch mal ein Bedürfnis hat, mit dem er nicht ins Bürgerbüro kommen kann. Und weil er bei diesen Festen doch immer voll los ist, muss eine Lösung her. Es werden Toilettenwegen in den Hof vom Wurm ausgestellt, wo es ja nur einigermaßen geht. Aber was gar nicht geht, das sind die billigen Rundum-Pissoirs, wo der Mann den anderen Auge in Auge gegenübersteht, wenn er seine Notdurft verrichtet. Und weil die Herrschaften, die diese Rundum-Pissoirs benutzen, ja meistens alle andere als nüchtern sind, muss ich Angst haben, dass das Geschäft von deinem Gegenüber ins Auge geht. In dein Auge. Wenigstens brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du, wenn du da hinfällst, dir auf den harten Boden wehtust. Ja? Ganz im Gegenteil, das ist alles so aufgeweicht, dass du richtig sanft zu Boden gehen kannst. Der nächste Planungsfehler. Die wirklich gute Bühne, die der Staat selbst gehört hat und bei allen möglichen Festen, also zuletzt bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Mainburg aufgebaut war, die ist von der Stadt verkauft worden für Apfel und Ei im Internet vertippt. Und jetzt, wenn ein Fest ist, muss ein Zirkelpreiser LKW als Bühne erhalten oder die Stadt oder die Veranstalter müssen für teures Geld eine Bühne ausleihen. Meine Damen und Herren der Stadtverwaltung, das war keine gute Entscheidung. Auch wenn man alles übers Internet verklopfen kann, man sollte sich auch überlegen, was verklopft wird. Wir sind da schon einige Sachen einfallen, die weg müssten. Mehr so wenig. Obwohl, wie ich so recht überlegt, so oft hätten wir die Bühne auch nicht mehr braucht. Früher hat ja da in der Halle oben beim Faschingstreiben ihre Show abgezogen. Da war ja die Bühne ja fast nur zu klein. So viele Leute, die da immer umgestanden sind. Ein Prinzenpaar, ja? Hofdamen, Elberrat, Gardemädchen, Mundschenke, Hofnarren, Musikmeister, das Präsidium und. Das waren so viele, dass der Bus gar nicht gereicht hat, wenn die weggefahren sind. Und auch auf der Bühne haben sie keinen Platz gehabt. Und jetzt hat die Nahala drei Prinzenpaare, keinen Elberrat, zwar noch ein paar Gardemädel und das Präsidium, aber fast schon niemanden mehr. Mei, war das ein trauriger Anblick, als das Mainburger Narrenschiff beim Mainburger Faschingsumzug mitgekommen ist. Immer nur der gleiche Anstrich war vor 9 Jahren beim ersten Faschingsumzug. Der lag nicht mehr ganz frisch. Höchstens 15 Leute da oben und eine Stimmung auf dem Schiff. Da ist auf jedem Flüchtlingsdampfer eine bessere Stimmung. Und das als Veranstalter des Faschingsumzugs. Bin gespannt, was da noch alles kommt. Aber gut, dass die Narren so einen Ersatzmann haben, so ein Mädchen für alles. Ein Platter Andreas. Unser Stadtrat, Integrationsbeauftragten und Fernsehstar. Der springt immer und überall ein. Wenn der Hofmarschall keine Zeit hat, der Platten Andreas springt ein. Wenn keiner der drei Prinzen Zeit hat, der Andreas Platz der Prinzenwalzer. Egal wo er braucht, wer die Lüste so steil. Die stellen wir bloß gerade vor, wenn er einspringen würde, wenn keine der drei Prinzessinnen Zeit haben würde. Was wäre dann? Dann hätte die Mainburger Nahala kein Prinzenpaar, sondern ein paar Prinzen. Das wäre doch die Lösung für die Zukunft, wenn sich kein Prinzenpaar findet. Darüber sollten wir nachdenken. Ich denke jetzt gerade darüber nach, was sonst noch überall in so Narren gibt. Mir fällt der Bundeswehr ein. Da ist ja der Teufel, gell? Die haben eine Ausrüstung zum Davonlaufen. Die Gewehre, die sie haben, die schießen nicht richtig. Die Hälfte der Hubschrauber fliegt nicht, weil sie kaputt sind. Ein großer Teil der Panzer fährt nicht, weil sie keine Ersatzteile haben. Die neue Airbus A400M dürfen nicht fliegen, weil die Triebwerke kaputt sind. Und die Georg Fock, der Stolz der Marine, das Segelschulschiff, muss um 70 Millionen restauriert werden. Das ist der Wahnsinn. Die Soldaten, die kennen ja gar nicht arbeiten, wie der Werkzeug kaputt ist.
Da brauchst du nicht wundern, dass von lauter Langeweile auf lauter Schmarrn kommen. Was machst du, wenn du nichts zu tun hast? Genau. Denk mal nur an die Sexskandale. Da hat unsere ehemalige Familienministerin Ursa noch viel Arbeit vor sich, um den Haufen wieder auf Vordermann zu bringen. Aber weil wir jetzt schon beim Thema Sex sind, die Grünen, die sind ja der Hammer, gell? Die fordern doch tatsächlich Sex auf Krankenschein. Was soll jetzt das? Ja, wenn das geht, was meinst du, dass die Leute krank sind? Aber versteifen würde mich darauf nicht. Die nächsten Nahrung, die sehe ich bei der FIFA. Diese korrupte Bande, na endlich haben sie einen Josef Platter weg, da haben sie einen Gianni dran, einen Infantino. Der ist auch nicht recht verbessert. Jetzt auf einmal planen sie eine Fußball-WM mit 48 Mannschaften, damit sie noch mehr Milliarden verdienen. 48 Mannschaften mit dem ganzen Zeug, was dazugehört. Trainer, Betreuer, Presse, Fans, so viel Leute. Wo sollen die alle runterkommen? Wahrscheinlich wird die EWM in der Zukunft bloß noch in Deutschland stattfinden, weil nur wir schaffen das. Böse Zungen behaupten ja, dass die Fußball-WM mit 48 Mannschaften nur gemacht worden ist, damit endlich Holland und Österreich auch wieder mal zur WM kommen dürfen. Ja, die Österreicher, die sind nicht so blöd wie wir. Die haben schon lange eine Autobahn-Maut, die jeder akzeptiert und die so richtig Kohle in die Staatskasse spült. Die lassen sich von der EU die Pkw nicht verbieten. Aber wir Deutschen, beziehungsweise unser Verkehrsminister, der Herr Dobrindt, die lassen sich von den Herren in Brüssel immer wieder alles vorschreiben und verbieten. Die EU-Bürger dürfen ja nicht benachteiligt werden. Ja, wer scheißt sich dem um jemand, wie wir in Österreich, in Slowenien, Kroatien oder in Italien Autobahnmarkt zahlen? Keine Sau. Dann wird es sein, weil wir froh sind, dass wir auf diesen Straßen in den Urlaub fahren dürfen. Und die Holländer, die freuen sich, weil sie mit ihren Millionen Wohnwagen bei uns kostenlos durchfahren dürfen. Und wenn wir Pech haben, dann tanken sie nicht mal bei uns, weil in Österreich der Sprit ja auch noch billiger ist. Also tanken sie erst nach der Grenze, aber unsere Straßen verstopfen sie und machen es kaputt. Aber wenigstens Sanifair profitiert davon. Weil auch wenn sie bei uns nicht tanken, so ein Bison müssen uns alle. Und da fahren sie dann raus und drücken 70 Cent bei Sanifair ab und der 50er bekommen sie wieder zurück. Dann lassen sie für 20 Cent bei uns ihren Dreck da. Ja, toll. Der ganze Stolz der Österreicher ist ja die alpine Skinationalmannschaft. Es ist die einzige Sportart, wo die Österreicher wirklich besser sind als die Deutschen. Schauen wir uns mal den ganzen Wintersport 2016-2017 an. Ski-WM in St. Moritz, klarer Sieger Österreich. Weil nur unser Felix Brose geholt hat, aber Österreich viermal Gold, dreimal Silber, zweimal Brose. Aber das war's dann auch schon. Biathlon-WM in Hochfilzen, klarer Sieger Deutschland. Nordische Ski-WM, klarer Sieger Deutschland. Popsport, klarer Sieger Deutschland. Haben die Österreicher eigentlich einen Bock oder fahren die um die Hornschlitten? Auch in Deutschland, da brauchen wir gar, auch im Fußball, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Also da sind wir Deutschen wirklich meilenweit vor Österreich. Und in der Formel 1, da gibt es vier deutsche Fahrer, sogar eine mit holländischen Wurzeln. Das ist der einzige Holländer, der Auto fahren kann. Mittlerweile, ich bin sogar der Vettel wieder. Aber die haben keinen österreichischen Fahrer. Aber dafür haben sie einen, der mit seinen Milliarden einen eigenen Rennstall hat. Der überall auf der Welt im Sport seine Milliarden, die er mit Energiedrinks verdient, unterbringt. Wo du hinschaust, siehst du Red Bulls. Das haben uns die Österreicher wieder voran. Und solchen haben wir nicht. Und weil wir schon beim Sport sind, was ist eigentlich mit dem FC Mainberg los? Die gurken seit Jahren in den unteren Klassen rum. Liefern sich mit so hochklassigen Vereinen wie ein SV Buttenhausen, ein Jeverlehm oder ein SV Altenhofen, Derbys. Ja, an ein Derby wie der Eigelsbach, da trauen dass sie gar nicht ran, weil die haben das letzte Mal am Jan Regensburg aus dem Pokal rausgeschmissen. Und jetzt haben die Verantwortlichen
im letzten Jahr einen Meistertrainer gehabt. Einen Meistermacher. Der Carsten Wettberg. Logisch, Meistertrainer, Meisterschaft. Alles klar. Nur so geht das. Ja, ich habe es gedacht, gerade dass sie noch abgestiegen sind. Darum hat der Meistermacher nach der Saison wieder seine Hut genommen. Und jetzt trainiert der Jugendtrainer den FCM. Mal schauen, was der Roy alles zustande bringt. Da sollte sich der FC Mainburg mal vom TSV was abschauen. Vom TSV Mainburg, Abteilung Handball. Die haben ja erst 2 Punkte abgegeben und stehen kurz vor der Meisterschaft. Am letzten Samstag haben sie dann zur Pause 17:5 geführt, die wenn in der Kabine geblieben wären, wenn es trotzdem nur 17:13 wurde, weil die Gegner nur 8 Tore in der zweiten Halbzeit geschmissen haben. Die sind so überlegen, dass die Gegner gar nicht erst kommen. Schon 3 Spiele wurden kurzfristig abgesagt. Die besten waren die Spieler vom TSV Hofen. Die haben am Samstag verletzungsbedingt abgesagt und sind dann am Sonntag zum Spiel der Reserve mit 14 Mann angereist. Ich glaube, die hat ein guter Heil über Nacht wieder ohne Fit gemacht. Oder die hatten einfach nur Schiss von der Hölle der Hallertau. Respekt jetzt vor Mainburg, sage ich. Weiter so. Dies wird aber noch was mit der Meisterschaft. Und dann komme ich noch mehr Zuschauer zu den Heimspielen in die Hölle der Hallertau. Bei den Heimspielen, das ist alles, was Rang und Name hat. Da ist alles vertreten. Ob jung und alt, Mann oder Frau, Stadtrat oder Nicht-Stadtrat. Vor allem 2 Stadträte sind oft zu sehen und zu hören. Zu sehen ist der Wiederreiter Martin, der Feuerwehrreferent, und zu hören ist der FDP-Stadtrat, der Dr. Michael Schöll. Sehen kannst du mich nicht, weil der immer im hintersten Eck sitzt, aber hören kannst du ihn, weil der so laut rumschreit, die Schiedsrichter zusammenscheißt und alles besser weiß, dass du jedes Wort von ihm noch in der Turnhalle vom Gymnasium nebenan hörst. Ich glaube, der Wort ist in der Stadtratssitzung. Sehen kannst du den Wiederreiter Martin, aber nur, wenn er nicht gerade in Österreich, in der Nähe von Schladming ist. Wann immer es seine Zeit erlaubt, ist er da drin, untergebracht in einer Ferienwohnung, da kann ihn nichts aufhalten. So wie in den Weihnachtsferien. Da hat sich am 23. seine Frau beim Glatteis am Fuß gebrochen, am Heiligen Abend ist sein Auto verreckt, das abgeschleppt werden muss, und trotzdem muss er noch zu den Herberern in die Steiermark. Ich glaube, der bastelt gerade an seiner 2. politischen Karriere. Vermutlich wird er Bürgermeister von Haus oder Schlachtling werden. Und weil der Müller gehört, unser 2. Vorstand, auch so oft da drin ist, werden die beide zusammen politische Karriere in Österreich machen. Der Martin als österreichischer Reisersepp und der Gerhard als Hannelore. Wo wir schon bei den Stadträten sind, die Annette Setzensack von der ÖDP, die habe ich nur bei einem Handballspiel gesehen. Die hat ja auch keine Zeit, weil sie mit der ÖDP jeden Tag eine andere mögliche Trasse in der Umgehungsstraße abmarschiert, wenn es nicht gerade bei einem Fotoshooting bei der AZ ist. Das fast so oft in der Zeitung wie die Hannelore oder die Huber Marianne aus Steinbach. Die 3 liefern sich vermutlich einen Wettbewerb, wer am öftersten aus der Zeitung lacht. Aber eine Chance hat die Annette vertan, noch einmal aus der Zeitung zu prinzen. Beim Foto in der AZ von Ramadana, der ÖDP, hat man die Annette versehentlich gesucht. Entweder war sie auf der Trasse, oder sie hat sich einfach gedrückt vom Ramadana. Jetzt habe ich noch von einigen Stadträten was erzählt, aber von einer wichtigen Person aus der Kommunalpolitik habe ich noch nichts erzählt, und zwar von unserem 3. Bürgermeister, Matthias Pendl. Händeringend habe ich versucht, über ihn was zu erfahren, aber nichts. Es gibt nichts zu berichten. Das Einzige, was ab und zu in Erscheinung tritt, ist, wenn er sich von der VHS was zu berichten gibt. Wahrscheinlich ist er zu brav. Ganz ungewohnt für Politiker, Stadtrat und Bürgermeister. So, jetzt bin ich fast am Ende meiner Ausführungen. Du kannst da gehen.
jetzt bin ich fast am Ende meiner Ausführungen. Dass ihr alle da seid, zeigt mir, dass euch die Feuerwehr sehr wichtig ist, das freut mich. Aber einem ist das erste Koordinator-Stabwehrfest besonders wichtig. Ein Andi, ein Koch von alter Seil und Arbeitskollegen von unserem Sepp. Den Sepp ist das Stabwehrfest so wichtig, dass er als eingefleischter Bayern kennt, das heute die Bundesligaspiels auslässt, wozu er Einladung hätte. Respekt, Andi, so mag ich das, man muss Prioritäten setzen. 4-1 haben sie übrigens gewonnen. Da fällt mir noch was ein. Einer, der sitzt schon ganz gespannt da hier rum, weil er gehört hat, dass der Fastenprediger vorher auch was weiß. Aber ich habe seiner Frau versprochen, dass ich heute nicht erzähle, dass derjenige seiner Frau eine Riesenfreude machen wollte und mit einem Spezialdünger den super angelegten Rasen optimieren wollte. Leider war das war ein Spezial-Umraufvernichter. Ich will jetzt nicht wissen, was sich derjenige von seiner Holden anhört hat müssen. Oder weißt du das schon, lieber Wolfgang? Ja, und jetzt bin ich wirklich am Schluss angekommen. Ich wollte mich noch bei allen, die dazugeholfen haben, das erste Florinata Stadtfest auf die Beine zu stellen, bedanken. Bei der Vorstandschaft, die das genehmigt hat, ich sag da jetzt nur Gulaschsuppen. Beim Zögerbrei Ulfi, dass er seinen Namen Florinato für den Wunderbank erstens aufgewählt hat und so unserem Fest einen Namen gegeben hat. Beim Eventmanagement im Stadtfest namentlich ein Reitmasepp, ein Müller-Gerhard, ein Eisenmann-Martin, ein Holzmann-Adi und ein Gulaschsuppenschoss. Die festen Bedienungen, also unsere Festnahmen von der 150 Jahrfeier. Und einfach alle, die dazugeholfen haben, und natürlich bei euch, dass ihr alle gekommen seid. Danke und Prost!